Welcome back, liebe Leute. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video werde ich euch 7 Männerpflege-Geheimnisse verraten, die ihr auf jeden Fall wissen solltet. Ja, Leute, es gibt doch nichts Besseres auf der Welt, wenn man morgens geduscht hat, sich fertig macht, dann aus dem Haus rausgeht und dann sich fühlt, als wäre man der sexiest man alive, oder? Gibt's irgendwas Besseres? Und das sollte jeden fucking Tag so sein. So, und viele Leute wissen noch nicht mal, wie man sich vernünftig rasiert, wie man seine Haare vernünftig snidet, geschweige denn, wie man sich vernünftig stylt. Und aus diesem Grund werde ich euch jetzt in diesem Video 7 Männerpflege-Geheimnisse erklären, die ich persönlich selber auch teilweise falsch gemacht habe, aber die auf jeden Fall ein absolutes Muss sind, wenn ihr besser aussehen wollt als alle anderen. Kommen wir zum Tipp Nummer 1. Jeder sollte natürlich morgens seine Zähne putzen. Ich hoffe, das macht auch jeder. Ja? Aber zusätzlich könnt ihr auch die Zunge putzen. Ja? Es gibt eine extra Zungenbürste. Da könnt ihr eure Zunge ganz geschmeidig putzen. Und das ist einfach nur irgendwie 10 Sekunden morgens, ja, dass man die Zungenbürste benutzt. Das Ding kostet, keine Ahnung, ein paar Euro. Und ihr glaubt nicht, wie man sich besser fühlt, wenn man diese bescheuerte Zungenbürste oder wie nennt man das sonst? Ja, Zungenbürste benutzt. Also, es ist so gut, ja, 10 Sekunden, zack, zack, das Ding, das Thema ist durch, man hat keine Bakterien auf der Zunge, man fühlt sich wesentlich besser und ja, gibt es irgendwelche Fragen? Nein, also macht das, kauft euch eine Zungenbürste, benutzt sie jeden Tag, morgens und abends und ihr werdet sehen, ihr werdet euch definitiv besser fühlen. Tipp Nummer 2, fangt frühzeitig an, eine vernünftige Creme für die Augen zu benutzen. Ein kleines Beispiel, mein Papa hat einen Bruder. Der Bruder ist jünger als mein Papa, aber der Bruder von meinem Papa sieht viel, viel älter aus als mein Papa. So, das habe ich vor kurzem erst realisiert und ich glaube, der große Unterschied war oder ist, dass mein Papa schon frühzeitig damit angefangen hat, Creme für sein Gesicht, speziell für seine Augen zu verwenden. Ja, im Laufe des Alters kriegt man natürlich überall hier Falten und wenn ihr frühzeitig eine richtige Creme für eure Augen hier unter den Augenlidern benutzt, ist das natürlich von Vorteil. Ihr könnt auch ein Augen-Roll-On oder irgendwie sowas benutzen, aber versucht frühzeitig mit der Augenpflege zu beginnen, also direkt hier unter den Augen. Die Haut ist dort sehr, sehr empfindlich und dort gibt es dann auch im Alter relativ schnell Falten. Aus dem Grund fangt frühzeitig damit an, eine vernünftige Creme für die Augen zu benutzen. Tipp Nummer 3. Gesichtsbürste, eine elektrische Gesichtsbürste. Ich hoffe, meine Freundin wird dieses Video nicht sehen, denn ich habe mir im Prinzip dieses Teil von ihr geklaut. Ich habe es bei ihr liegen gesehen und das ist so eine Bürste, so eine elektrische Bürste und da kann man im Prinzip sein Gesicht mit bürsten, ja. Und Leute, nur weil es irgendwas für Frauen gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass es für Männer irgendwie schlecht ist. Nein, absolut gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich fand diese Gesichtsbürste so Porno, ja, richtig geil. Was an dieser Stelle auf jeden Fall noch wichtig ist zu sagen, wenn ihr so eine Gesichtsbürste benutzt, ja, dann solltet ihr auch euer Gesicht vernünftig waschen. Macht nicht den Fehler, den ich damals gemacht habe. Ich habe nämlich damals einfach immer nur irgendeine Seife genommen, damit mein Gesicht gewaschen, that's it. Nein, das trocknet eure Haut aus. Versucht am besten eine schöne Gesichtspflege zu verwenden, das auf die elektrische Bürste drauf zu machen und wenn dann im Prinzip die Gesichtspflege auf der elektrischen Bürste ist, dann bürstet ihr oder massiert besser gesagt euer Gesicht jeden Morgen und Leute, dieses Gefühl ist so chillig, ja, wenn ihr morgens aufsteht und im Prinzip mit dieser elektrischen Gesichtsbürste durch euer Gesicht fahrt, ja, anstatt irgendwie mit Wasser das schnell zu machen. Es ist so relaxed und entspannend. Probiert es auf jeden Fall aus. Die Links zu so einer Gesichtsbürste packe ich mal in die Infobox. Glaubt mir, es ist echt cool. Tipp Nummer 4. Keine Haare auf den Rücken. Leute, vor allen Dingen die südländischen Freunde unter uns, ja, die haben meistens immer etwas mehr Haare. Ich habe glücklicherweise keine Haare auf dem Rücken, aber wer Haare auf dem Rücken hat, Leute, das geht gar nicht. Ja, das geht gar nicht. Keine Frau dieser Welt findet es attraktiv, kein Mann dieser Welt findet es attraktiv. Also, wenn ihr Haare auf dem Rücken habt, macht diese Haare einfach weg. Ende. Tipp Nummer 5. Zähnebleaching. Leute, ist es nicht schön, wenn euch jemand entgegenkommt und sagt, Hi, mein Name ist Maximilian Meyer und ich habe wundervolle Zähne. Ist das cool oder ist es cool? Das ist cool, oder? Also, Leute, es gibt doch nichts Besseres, als schöne, gepflegte, weiße Zähne zu haben.
Und ich persönlich habe sogar schon mal ein Zahnbleaching gemacht beim Zahnarzt, weil meine seitlichen Schneidezähne, die fand ich ein bisschen gelb und da habe ich ein Zahnbleaching gemacht. Das war nicht so angenehm, muss ich sagen. Ich würde es, glaube ich, nicht nochmal ein zweites Mal machen, aber ich nutze trotzdem eine Zahnpasta, die im Prinzip meine Zähne weißer macht. Oder man gibt es ja auch diese White Stripes, die gibt es, glaube ich, auch in jedem Supermarkt. Die kann man, glaube ich, ganz easy benutzen. Warum sollte man das nicht machen? Ja, also ein schönes, weißes Lächeln, ja, ist doch super. Also mach das doch einfach auch. Weil viele Leute oder viele Männer vor allen Dingen denken so, nee, das mache ich nicht, irgendwie, nee, bla bla. Ey, wenn ihr ständig Kaffee und Cola trinkt, dann werden eure Zähne irgendwann gelb. Ist halt so. Ja, tut was dagegen und ja, streift die Frauen mit einem schönen Lächeln. Tipp Nummer 6. Bitte, bitte, bitte rasiert euch vernünftig. Ja, ich habe auch schon mal ein Video gemacht zum Thema 3-Tage-Bart rasieren. Wie macht man das am besten? Schaut euch das bitte an, denn ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn ihr euch nicht vernünftig rasiert. Vor allen Dingen die Konturen. Konturen vernünftig rasieren. Weil wenn man sich mal schnell rasiert hat, okay, ich habe morgens irgendwie nicht wenig viel Zeit, muss schnell zu einem Termin und man hat sich nicht vernünftig rasiert. Und dann ist zum Beispiel an der Lippe irgendwo, ja, ein Haar länger als das andere. Leute, das geht überhaupt nicht, ja. Also passt vor allen Dingen auf beim Rasieren, dass eure Konturen richtig vernünftig sind, ja. Also man muss ja nicht immer einen harten Cut haben in seinem Bart, aber versucht darauf zu achten, dass zum Beispiel nicht ein Haar über die Lippe hängt oder so. Das geht auch nicht. Also bitte, bitte, bitte Konturen vernünftig rasieren. So, letzter und 7. Tipp von mir. Cremt eure Hände ein. Viele Männer haben das Problem, trockene Hände zu haben oder einfach ungepflegte Hände zu haben. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Also ich persönlich achte immer auf gepflegte Hände, egal ob Mann oder Frau. Ich finde das enorm wichtig. Ihr könnt dazu einfach irgendwie so eine kleine Tube Handcreme oder Nagelcreme mitnehmen. Die gibt es auch überall zu kaufen, kostet ein paar Cent, vielleicht 70, 80 Cent oder so. Kann man immer in der Tasche haben und dann cremt man einfach seine Hände schön vernünftig ein, auch unterwegs. Und achtet einfach darauf, dass ihr eure Hände vernünftig pflegt. Das bedeutet auch nach dem Schneiden der Hände. Nehmt doch eine Nagelfeile und feilt eure Hände oder Nägel schön nach, damit es gepflegt und schön aussieht. Ja, ich persönlich habe damals auch gedacht, auch komm, drauf geschissen, ja, ich mache mich morgens fertig, ich muss schnell meine Nägel, meine Fußnägel und dann meine Fingernägel mal kurz kappen, alles klar, tatatak gemacht, that's it. Ja, aber da war alles krumm und schief, es war nicht vernünftig gefeilt, das ist nicht gut. Also, feilt eure Hände, benutzt Handcreme, das macht wirklich den Unterschied. Diese kleinen, aber feinen Unterschiede, ja, die machen es nachher aus. Also egal, ich sage jetzt mal zum Fußballprofi, viele Leute wollen Fußballprofi werden, aber nachher macht der kleine, aber feine Unterschied es aus, ob es einer schafft zum Fußballprofi oder halt nicht. Und genau da solltet ihr auch drauf achten, die kleinen, aber feinen Unterschiede bei der Männerpflege. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Support ist kein Mord. Also denkt dran und ja, falls ihr noch irgendwelche coolen Tipps habt zum Thema Männerpflege, schreibt es gerne in die Kommentare hin. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis dahin. Adios, amigos.